Zunächst einmal will Ceratax 4978 wissen, würde Herr Danner Sergio Perez 2025 austauschen? Und wenn ja, gegen wen? Und dann geht es in die gleiche Richtung von Yagami Light. Eure Meinung zu Sergio Perez? Ich denke, selbst Herr Danner wäre heute in seinem gehobenen Alter dazu in der Lage, ihn out zu performen. Hey, also ich nehme das mal als großes Kompliment, dass man mir zutraut, in der Jetztzeit mit einem Formel-1-Auto so schnell zu fahren, dass ich dem Perez in die Nähe komme. Also ich glaube, ich nehme das gerne an, das Kompliment, aber es ist ein bisschen unrealistisch. Nur, das tut ja nichts zur Sache. Hätte ich Perez ausgetauscht schon viel früher? Ganz ehrlich, ja. Wir haben das an dieser Stelle ja auch schon, weiß Gott, oft besprochen, weil es halt einfach nicht geht. Nur, wir haben auch da darüber gesprochen, dass es halt schwierig ist, eine Alternative zu finden. Diese Alternative hat man jetzt mit Lawson bei den Toro Rossos, also bei den Racing Bulls geparkt. Wird das dieses Jahr funktionieren? Eher unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass man bei Red Bull diese ganze Konstrukteurs-WM-Geschichte, um die es ja letztendlich geht, also es gibt ja zwei Punkte. Warum brauche ich einen guten Teamkollegen von Verstappen? Erstens wegen der Konstrukteurs-WM. Ich glaube, da ist man bei Red Bull relativ entspannt. Dann hat man mehr Windkanalzeit und mehr Simulationszeit für die Entwicklung des 26er Autos im kommenden Jahr. Also man kann da durchaus auch mal in die Richtung argumentieren. Und auf der anderen Seite die finanzielle Situation. Es ist jetzt nicht so, dass die bei Red Bull am Hungertuch nagen und irgendwie verzweifelt versuchen, in Richtung Budget Cap zu kommen. Also auch da ist immer gut, wenn man Geld in die Kasse bekommt. Aber ich glaube, auch da ist man sehr entspannt. Deswegen wird man die Entscheidung Perez bei Red Bull höchstwahrscheinlich weiter hinauszögern. Der fährt sicher in Brasilien und danach hast du immer wieder dasselbe Problem. Wen willst du reinsetzen? Man kolportiert den guten Freund Colapinto natürlich, dass der nächstes Jahr vielleicht kommt. Das hilft aber alles nichts. Es hilft nur, wenn ich einen habe, den ich da reinsetzen kann. Ich weiß, es funktioniert. Ich glaube nicht, dass man jetzt den armen Ricardo wieder aus dem Retirement holt und sagt, jetzt pass auf, jetzt bist du dran. Dem Horner ist das zuzutrauen, denn der ist ja ein großer Ricardo-Fan. Ich glaube aber, das bleibt so, wie es ist. Wenn wir uns die Situation jetzt in Mexiko aber noch ein bisschen genauer anschauen, das war ja schon wieder der nächste Tiefpunkt für Sergio Perez. Beim Heimrennen nicht ins Q2 eingezogen, dann Startposition nicht mal richtig getroffen. Also das war ja schon fast eine Peinlichkeit, wenn man so will. Und dann auch noch stallinterne Kollision, nennen wir es mal so, mit Liam Lawson. Dann gab es sogar noch den Mittelfinger von ihm. Boah, das hat schon wehgetan, mit anzuschauen. Also was mir besonders, wo ich wirklich mir an den Kopf gegriffen habe, ist, der ist ja ein Meter über die Startlinie, also über seine Startbox da auf der Start- und Zielgeraden hinausgefahren und hat sich hinterher gewundert, ja, er ist auf jeden Fall richtig gestanden. Okay, man sieht schwierig, aber es gibt in der Zwischenzeit durchaus Möglichkeiten, sich zu orientieren. Das war schon mal ein bisschen komisch. Die Lawson-Geschichte finde ich deswegen spannend, weil man kann den anderen auch anders überholen. Aber man darf auf keinen Fall von einem jungen Fahrer davon ausgehen, bei einem jungen Fahrer, dass der den Blinker setzt und einen vorbeiwinkt. Ich meine, entschuldige bitte. Erinnere dich mal, wie war der erste Grand Prix oder der Einstand von absoluten Top-Leuten in der Formel 1? Haben die rücksichtsvoll Platz gemacht oder haben die mit breiter Brust den Etablierten mal ordentlich im wahrsten Sinne des Wortes den Stinkefinger gezeigt? Was war bei Verstappen, als der losfuhr? Mein Gott, da war das Geschrei groß. Was war, als Hamilton oder Alonso oder Michael Schumacher? Der Senna und der Schumacher haben sich ordentlich gefetzt. Aus den ähnlichen Gründen, das ist ganz normal. Und die meiner Ansicht nach, und ich bin mir sicher, Dr. Markus sieht das genauso, weil ich ein bisschen weiß, wie der Helmut da tickt, die erwarten von ihren Youngsters, dass die rücksichtslos und ohne Respekt
in die Formel 1 kommen, schnell sind und abliefern, fertig. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht man bei dem Lawson schon. Ob das jetzt besonders sympathisch ist oder nett ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, finde ich eher positiv oder sagen wir mal Erwartungshaltung in Sachen, da wird was draus, ist entsprechend groß bei mir. Sergio Perez würde dir da jetzt vehement widersprechen. Er meint, Liam Lawson hätte die komplett falsche Attitüde, wie er da rangeht, schon in Austin gegen Fernando Alonso auf einen zweifachen Weltmeister, auf den er nicht hört. Aber das zeigt ja eigentlich schon, dass er nicht so viel verkehrt macht. Nein, natürlich nicht. Also, wie gesagt, ich bleibe dabei. Als ein Senna in die Formel 1 kam, haben auch alle gesagt, das ist ein Wahnsinniger und der ist ja viel zu gefährlich und was will der hier? Und der überholt ja, wo man gar nicht überholen kann. Als Michael Schumacher kam, war es genauso. Als Hamilton kam, war es genauso. Auch bei Alonso war man sich, gut, der fuhr Minardi, da war es ein bisschen schwieriger. Ja. Also die richtig Großen unseres Sports kamen, aber die kamen nicht. Die haben sich nicht da reingeschlichen, sondern die waren schon bemerkbar. Und deswegen bin ich grundsätzlich der Meinung, klar muss es fair bleiben, logisch, aber so ein Hauch von Respektlosigkeit zeigt, dass der Bursche aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt ist. Da muss ich wirklich meine Meinung da auch so offen sagen. Was hat man damals eigentlich über dich gesagt, Christian? Ach, ich war eigentlich so ganz okay. Die haben alle mal geguckt, wie kann das sein, dass der genauso schnell fährt wie der Thierry Boutsen, der ja damals dann mein Teamkollege war. Da hat man schon nachgedacht, aber ich war eher lieb. Also ich war kein wilder Vogel. Und das ist auch in meiner Position hätte auch nicht so funktioniert. Ja, also grundsätzlich habe ich meine Lektionen gelernt in der Formel 1, das darf man glauben. Aber mein grundsätzlicher Approach war, konzentriere dich auf den Job, fahr schneller, mach dein Auto besser und wenn es besser ist, dann mach es noch besser. Und darauf habe ich mich eigentlich konzentriert und das hat eigentlich auch ganz gut, solange man mir zugehört hat, ganz gut funktioniert. Das war ein Ausschnitt aus einem unserer längeren Talk-Videos, wo wir mehrere spannende Themen aus der Welt der Formel 1 und des Motorsport diskutiert haben. Und ihr könnt noch mehr davon haben, denn die anderen Themen gibt es auf unserem Hauptkanal Motorsport Magazin oder auf unserem MSM Talk Kanal. Abonniert beide Kanäle, abonniert diesen Clips-Kanal und verpasst nie mehr etwas. Glocke aktivieren und viel Spaß dabei.